freue mich auch, dass mein Bericht dann in seiner Gesamtheit so angenommen worden ist, wie ich ihn vorgeschlagen habe. Da gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen den Bestimmungen über Wettbewerb und praktische Beihilfen einerseits und dem Organisieren und Gewährleisten von Dienstleistungen öffentlichen Interesses. Beides kann durchaus zusammenfassen. Dienstleistungen müssen möglichst kostengünstig, möglichst hochwertig erbracht werden, aber alles lässt sich nicht über Konkurrenz und Beihilferegeln dann klären. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass für das Organisieren von Dienstleistungen öffentlichen Interesses, was ja vor allem in die Zuständigkeit der lokalen und regionalen Behörden fällt, der europäische Rechtsrahmen weiterentwickelt wird. Wir brauchen klare Bestimmungen darüber, wie man solche Dienstleistungen organisieren kann, als eigener Dienst in öffentlicher Trägerschaft, also Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Partnern, als eine private Konzession oder als ein Partnership zwischen privaten und öffentlichen Partnern. All das muss auf eine solide Grundlage gebracht werden und es muss vor allem dafür gesorgt werden, dass diese Dienstleistungen auch jedermann zugänglich bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Da liegen ja auch die Möglichkeiten der Beihilfen dann begründet und das ist eine Frage, die dann im Einzelfall jeweils zu klären ist. Wir haben vorgeschlagen, dass man gewisse Summen auch als Schwellenwert nimmt. Wenn man runterfällt, braucht es keine europäische Prüfung zu geben und bei anderen hängt es davon ab, ob der Wettbewerb zwischen den europäischen Staaten betroffen ist. Da sind kleine Kulturdienstleister etwas anders als die Eisenbahn. Und all das ist in diesem Gutachten hier noch sehr deutlich formuliert. Unser Standpunkt als Vertreter der Regionen und Gemeinden in Europa ist jetzt klar und wir freuen uns auf die weitere Diskussion mit der EU-Kommission und dem Europaparlament über diese wichtige Frage. Ein anderes Thema, was im Ausschuss der Regionen diese Woche thematisiert wurde, ist die Wasserwirtschaft. Das betrifft auch zum Beispiel Regionen wie Ostbelgien direkt, denn die Wasserwirtschaft ist ein wichtiger Faktor. Da geht es unter anderem um eine mögliche Privatisierung. Wie verhält sich der ADR in diesem Zusammenhang? Ja, auch da haben wir klar Stellung bezogen. Wir sind der Meinung, dass die Wasserwirtschaft nicht unbedingt privatisiert werden muss. Das sollte jede Ebene selbst beschließen, wie sie da vorgeht. Aber wichtig ist, dass der Zugang zum Wasser für jedermann offen bleibt. Wir leben ja in Ostbelgien, einer wasserreichen Region, aber vergessen wir nicht, dass Wasser heute schon auf vielen Stellen der Welt zu dem wichtigsten und kältesten Rohstoff geworden ist. Und auch in Europa ist das Thema nicht ohne Bedeutung. Gerade die ostbelgischen Kommunen zeigen ja auch, wie wichtig sie dieses Thema nehmen, indem sie sich selbst engagieren. Da wäre es zum Beispiel sehr, sehr schlecht, wenn im ostbelgischen Bereich die Kommunen nicht mehr in der Lage wären, selbst ihr Wasserdienstsystem aufzubauen. Das könnte ihnen aber passieren, nachdem was Europa hier erfindet in Sachen Privatisierung dieser ganzen Geschichten. Deshalb haben wir auch mit dieser Stellungnahme ein Thema, was in der ostbelgischen Wirklichkeit vielleicht sehr viel größere Bedeutung hat, als man auf den ersten Blick feststellt, wenn man dieses Dokument aus der Feder eines italienischen Kollegen liest. Nun haben Sie seit gestern auch den Vorsitz in der Fraktion der Sozialdemokraten oder der Sozialisten im Ausschuss der Regionen inne. Wird sich für Sie daraus eine weitere Einflussmöglichkeit ableiten lassen für Ihre Arbeit dann wieder in der sozialen Gemeinschaft? Das kann man sicherlich behaupten. Als erstes ist diese sehr ehrenvolle Aufgabe natürlich auch der Beweis dafür, dass man auch als Vertreter einer kleinen oder kleinsten Region in Europa durchaus in führende Positionen hineinkommen kann, wenn man das Vertrauen der anderen Kollegen genießt. Deshalb erachte ich diese Wahl, die ja da in der sozialistischen Fraktion stattgefunden hat, eine große Ehre und einen großen Vertrauensbeweis. Natürlich verändern sich dadurch fundamental die Zugangsmöglichkeiten auf europäischer Ebene. Und es ist schon ein Unterschied, ob man einer von 344 Mitgliedern ist oder ob man der zweitgrößten Fraktion in diesem Hause vorsitzt. Das sind natürlich Dinge, die sicherlich auch auf die Alltagsarbeit in Ostbelgien ganz konkrete Auswirkungen haben werden.